Einen wunderschönen guten Morgen, obwohl es schon Mittag ist. Ich sehe heute so aus. Ja, ich habe den ganzen Morgen gearbeitet, was soll ich euch sagen. Und jetzt bin ich noch nicht geschminkt, weil ich das Primark Schminkvideo gleich abdrehen werde. Und die Haare habe ich nicht shampooniert. Ich habe sie wieder mit folgenden Produkten drangsaliert heute Morgen. Zeige ich euch mal, nämlich einmal mit einem mit der Spülung und einmal dann mit der Kur. Und Moment. Und zwar habe ich mir erstmal die Haare mit dem Balea Moor Blond Spülung einmal spüliert. Ja, einmal gespült und dann mit den Ware Schätzen mit der Kur einmal so ein paar Minuten einziehen lassen, dann ausgespült natürlich das und dann das rein, die Kur, und dann sehe ich so aus. So sehe ich jetzt aus. Wie frisch gewaschen, oder? Ich hatte mich immer gewundert, wieso die Haare fettig blieben, obwohl ich sie doch, als ich in der Wohnung war in Norderstedt, da habe ich sie doch auch nicht gewaschen. Da war das doch auch schon, weil ich sie immer jeden Morgen mit der Spülung gewaschen habe. Ich habe sie zwar nicht mit Shampoo gewaschen, aber mit der Spülung hatte ich total, ist mir aus dem Gehirn. Also, und das fiel mir heute Morgen wieder ein. Mach das doch. Ja, und jetzt sehe ich gut aus und muss nicht waschen. Ja, da hinten Toilettendeckel ist nicht zu, aber egal. Sie sehen doch aus wie frisch gewaschen. Schön. So, jetzt frühstücken wir unten. Emma hat Frühstück gemacht mit Sucuk und Eier und allem, was dazu gehört. Und ganz viel Spaß bei meinem Vlog. Heute ist Samstag. Und das Wetter ist alles andere als schön. Die ist natürlich schon unten, wenn Sucuk im Spiel ist. Da kennt sie nichts. So. Schön Essen hat sie gemacht hier. Richtig schick hast du das gemacht. Habe ich gut gemacht. Ne? Wow. So, erzählt doch mal eure Familienstreitigkeiten vor der Kamera. Hat sie dich heute ausstrahlen lassen? Nein. Nein. Aber er war schon vorher wach. Ich war nicht vorher wach. Doch, Milja, wegen Milja. Ja, aber du hast Milja gelassen, um mich auszurichten. Ich habe das in Salzwasser reingepackt, der Käse. Ah, okay. Alles klar. Eklig, okay. Warum macht man sowas? Der hat da nicht trocknet. Hm. Der ist ein bisschen getrocknet. Da habe ich dieses Wasser von dem hier genommen, weil das Salzwasser ist. Dann habe ich das da reingepackt. Ah, das hat das Wasser von dem hier. Ah, okay, okay. Deswegen dann. Ist es quasi so, wie es sein soll, versalzen. Ja. Aber da war sowieso zu wenig Salz. Wir haben zu wenig reingemacht, ne? Ja, ich dachte, ich habe zu viel gemacht. Nee, aber macht ja nichts. Nee, wir müssen erstmal wieder den Flow kriegen. Ja, also haben wir verlernt. Wir hatten eine Auszeit von ein paar Wochen. Willst du Kaffee? Was? Willst du Kaffee? Nee. Morgens trinke ich Tee, weil sonst kriege ich erst recht Bauchschmerzen. Das lasse ich. Soll ich das hier liegen lassen für dich oder was? Für mich nicht. Ja. Ich esse keine Wurst. Käse? Käse, ja. Hast du liegen lassen. Aber nee, ich esse natürlich jetzt mein Käse gar nicht, ist doch klar. Mein Käse. Ich bist echt lieb. Ein Schatz bin ich, ne? Was machst du denn heute, Gasi? Wir gehen gleich zu Obi. Obi? Gleich. Ja, so nach dem Essen so ein bisschen ausruhen, dann gehen wir einen Kindersand holen. Und dann gehen wir nach Bad Oldesloe mit Melia und besuchen so ein Restaurant. Mal gucken. Ich bin mal Eier jetzt hier, Mann. Geil, da hast du es. Restaurant besuchen. Bist voll verplant heute, kannst du mal sehen. Ja, Shawarma essen. Ja. Sharon? Shawarma. Ah, okay. Wir sind Dürüm, aber so für Veganer. Ah, alles klar. Ja, ich weiß ja. Willst du auch rein? Nee, also ich bin da ein bisschen skeptisch bei. Das ist sowieso Red, aber so arabische Red. Ich weiß noch nicht, überlege ich mir nochmal. Spaß. Das sieht echt nicht lecker aus, was du da machst. Alles auf dein Brot und so essen, ne? Ja, genau. Das schmeckt lecker. Ich weiß nicht, vielleicht. Doch, ich habe schon probiert gestern. Wie sehen die denn aus? So. Verfärbt. Ja, weil ich das mit meinem Fanola Gelbstich, Anti-Gelbstich Shampoo, ich habe keine Handschuhe angezogen, jetzt sind meine Hände lila. Ich bin auch Sahnekäse. Mhm. Und Salz ist jetzt auch gut. Mhm. Also ist noch nicht ganz rein, aber schmeckt lecker. Mhm. Hat sich. Ja. Nein. Kriegt auch ein Stück selbstgemachten Käse. Du legst immer wieder Eier in den Schatz. Meine auch. Du musst, ja ein Ei immer separat machen, Amelia. Das weißt du doch. Lass du doch. Wenn du bestehst.
Wo ist jetzt hier der Honig? Meine Schwiegertochter. Der Honig? Ja. Der ist weg. Da. Ah, danke schön, danke schön, danke schön. Das muss ich wirklich schneiden, weißt du? Deswegen halte ich lieber zu. Das war echt mühsam heute, das Video zu schneiden, weil sich alles in dieser blöden Teekanne gespiegelt hat. Jetzt musste ich die ganze Zeit die Teekanne verpixeln. So. Ja, das war richtig doof. Aufpassen und die doofe Teekanne wegnehmen. Und einen Löffel. Aber habe ich noch gar nicht gesehen oder so? Na, wahrscheinlich nicht. Aber ich bin ja blind. Ich weiß, da sieht man auch nicht das Gesicht. Man sieht dort den Oberkörper. Wahrscheinlich. Nächstes Mal können wir es ja wegnehmen. Aber Gazis Befehl ist mir ja heilig, also was er, ne? Deswegen. Nichts Befehl. Apropos heilig, wann fängt der Ramadan an? Das ist doch jetzt bald, ne? Nächste Woche. Wann? Morgen. Hm. Okay. Da muss immer pünktlich essen auf dem Tisch, ne? Ja, da bin ich sehr zuständig. Mm. Weißt du, Ramadan, was für Essen ich gekocht habe? Richtig. Hast du und Ander kann schön Balsam machen auf jeden Fall. Ach ja, da war ja was. Einfach mit deinem Balsam machen. Ah ja, genau. Da habe ich noch gar nicht. Aber wir haben kein Mehl da gesehen. Ich habe Mehl. Vielleicht gibt es beim Türken Mehl, da müsst ihr mal gucken. Ja, nein, ein bisschen Mehl, das reicht doch im Leben nicht. Ja, ich brauche mindestens 1,5 Pakete alle 2 Tage. 2. Und Butter ganz viel. Aber vielleicht gibt es beim Türken Mehl, aber das glaube ich auch nicht. Lindenbasar und so bestimmt auch nicht. Wie ihr seht, bin ich geschminkt und ich habe mein Video abgedreht. Bisschen übertrieben heute, ich weiß, aber ja, es muss auch mal sein. Foundation ist zu dunkel, ich weiß, aber egal. Ich werde meiner kleinen Schwiegertochter sagen, dass sie mir eine hellere mitbringen soll, dann kann ich das mischen. Ich habe nur leider keine gefunden, deswegen ist das jetzt egal. Das Wetter ist kühl, muss ich sagen. Also ich habe jetzt hier keine Jacke an, aber ich bin schon so, dass ich sage, man könnte durchaus eine Jacke tragen. Ich habe heute mal in Weiß alles und einem rosa Shirt, aber ja, ich könnte die Jacke auch zumachen, ne? So ist nicht. Wir gehen mal wieder zum Schätzhaus. Wir haben ja gestern was gefunden. Dort so ein japanisches Service. Guckt euch da meinen Vlog mal an. Jetzt muss mein Hund. Ich habe eine Tüte dabei. Und dann gucken wir mal, ob da heute irgendwas liegt. Wir haben echt schon so viele Sachen mitgenommen, ne? Liegen wieder viele neue Sachen. Das Ganze ist schon wieder richtig voll da. Mal gucken, was sie heute gelegt haben. Moment. Das ist auch süß. Und so ein Haus für Kaninchen oder so, ne?